Das Problem ist nur, dass ich das Programm nie auf diese Liste gesetzt habe. Das Programm hat sich streng genommen selbst auf die Liste gesetzt. Natürlich hat der Emule sich jetzt gerade nicht auf die Liste gesetzt. Deswegen habe ich diese Funktion mit meinem eigenen Tool quasi nachgestellt. Wenn also daraus abzuleiten ist, dass jedes Programm, egal ob Trojaner oder Virus, sich selbst zur Ausnahme erklären darf, dann ist hier de facto kein Schutz vorhanden. Nur Programme, wie zum Beispiel hier Emule, das freundlich gesonnen ist, setzt sich selbst nicht auf die Liste und wir werden gefragt. Wie ich schon sagte, auf diese Freundlichkeit können wir nicht hoffen, wenn wir sie brauchen. Eventuell sagen jetzt kritische Zuschauer, dass ich wahrscheinlich auf diesem PC gerade als Admin angemeldet bin und ein Admin darf ja eh im Großen und Ganzen alles und deswegen ist das eigentlich keine Lücke, sondern eher normal. Nun, das ist zwar grundsätzlich korrekt, ich bin hier durchaus als Admin unterwegs, aber das heißt noch lange nicht, dass ein Admin alles darf. Mal als kleines Beispiel beenden wir das hier mal und öffnen den Explorer. So, das ist hier meine Festplatte C und hier ist ein Verzeichnis System Volume Information. Das Icon dieses Eintrags wird ein bisschen heller dargestellt. Das ist ein sogenanntes Systemverzeichnis und hier hat normalerweise keiner was zu suchen, der nicht mindestens Systemrechte hat. Das heißt, es gibt über dem Admin gibt's noch einen höheren User, das ist der User System. So, und wenn ich jetzt hier mit meinen Admin-Rechten rein will, dann bekomme ich eine entsprechende Mitteilung, dass ich auf diesen Ordner nicht zugreifen darf. Der Zugriff wird mir verweigert, weil ich eben nicht über die erforderlichen Rechte verfüge. Das heißt, um mich zu schützen, gibt es einen höheren User und der darf da rein, aber ich darf da nicht rein. Also hier funktioniert so eine Art Schutz über den höheren User. Allerdings bei der Firewall funktioniert der Schutz nicht. Und deswegen hätte die richtige Lösung für das Problem hätte lauten müssen, dass in dem Moment, wo ich eine Ausnahme erkläre für ein Programm, also ein Programm fragt mich und ich sage, okay, du darfst raus, dass dann der Benutzersystem hingeht und diesen Eintrag in diese Liste vornimmt und nicht mehr der Benutzer-Admin. Denn in dem Moment, wo natürlich der Benutzer-Admin das darf, darf auch jedes andere Programm, das auf diesem Rechner gerade läuft, in diesem Account, das hat ja dann auch immer mindestens Admin-Rechte, darf natürlich jedes Programm sich selbst auf die Liste setzen. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz klare Lücke unterm Strich. Wobei das unterm Strich wahrscheinlich ungefähr auch so sein wird, wenn ich hier den Emule normal starte. Diese Sicherheitswarnung, die kommt auch vom Benutzersystem. Das ist nicht der Benutzer-Admin. Das Problem ist nur halt, dass jeder auf diese Liste schreiben darf. Machen wir das ein letztes Mal. So, jetzt ist die Liste wieder entsprechend gefüllt. Jetzt öffne ich mal die Registry. Einfach Start ausführen, RecEdit eingeben. Ich habe den entsprechenden Pfad schon vorbereitet. Wenn Sie das entsprechend nachprüfen wollen, dann öffnen Sie ebenfalls RecEdit und springen auf den Pfad Haki Local Machine System Current Control Set Services Shared Access Parameters Firewall Policy Standard Profile und dann am Ende Authorized Applications. Dann müssen wir mal hier oben, der Pfad wird zu lang, kann nicht mehr dargestellt werden auf dieser kleinen Auflösung. Also als letztes Authorized Applications und dann List. Und in diesem Verzeichnis List haben wir hier den Eintrag C Programme Emule und dann Emule Exe. Das ist hier das P2P Programm hier. So, und normalerweise legt Emule natürlich nicht diesen Eintrag hier an. Diesen Eintrag hat der Firewall Patcher angelegt. Und weil hier jeder rumschreiben darf, da ist die Lücke begründet. Können wir also als Fazit ziehen, dass die Firewall durchaus filtern will, aber so mangelhaft erstellt wurde, dass jeder dran vorbeikommt. Wenn Sie also von Ihrer Firewall verlangen, dass diese auch den ausgehenden Traffic zuverlässig filtert, dann muss die Empfehlung lauten, dass Sie sich besser nach anderen Sicherheitsmaßnahmen umschauen.
Das soll nicht heißen, dass Sie jetzt die Firewall einfach abschalten, denn wie eingangs erwähnt, den Schutz vor dem eingehenden Traffic haben Sie ja theoretisch immer noch. Nur weil die eine Hälfte praktisch nicht funktioniert, heißt es nicht, dass Sie die andere Hälfte dann über Bord schmeißen sollen. Wobei die Firewall wirklich ziemlich lückenhaft ist. Ich nehme den E-Mule jetzt nochmal runter. Das bedeutet, ich werde jetzt wieder gefragt. Starten wir ihn mal. Jetzt kommt auch wieder meine Sicherheitsmeldung. Allerdings interessiert das hier eigentlich gar keinen mehr. Ich klicke einfach auf Verbinden. Hier werden wir jetzt gleich sehen, dass Emil eine Verbindung nach außen aufgebaut hat. So, die Verbindung wurde jetzt problemlos aufgebaut. Das sehe ich jetzt hier unten. Der Status meines Netzwerks ist verbunden. Und das Ganze, obwohl die Sicherheitswarnung mir suggeriert, dass die Funktionen des Programms geblockt wären. Und ich werde jetzt hier also gefragt, soll ich auch weiterhin blocken, aber da wird gar nichts geblockt. Das heißt, wenn eine Software auch noch schnell genug ist, kommt sie ebenfalls drumherum. Sie muss sich also nicht mal unbedingt auf die Ausnahmeliste setzen. Okay.